Alles ist im Atem. Energie, die absteigt, gibt den Dingen ihr Gewicht. Und Energie, die aufsteigt, gibt den Dingen ihre Leichtigkeit. Der Atem begleitet mit seiner Ausatmung die absteigende Bewegung der Energie, hilft landen. Und mit der Einatmung der aufsteigenden Bewegung der Energie und die bringt immer Leichtigkeit in das hinein, was gerade da ist. Schauen wir uns das mal genauer an. Wenn du sitzt oder stehst, bequem jedenfalls den Kontakt mit dem Boden spüren kannst, dann folge der Ausatmung mit deiner Aufmerksamkeit und merke, wie das, wenn du sie dahin fließen lässt, deinem Körper nach und nach erlaubt, in seine natürliche Gewichtetheit hineinzufinden. Das heißt, was immer irgendwo Kontakt mit einer Stütze hat, mit einem Stuhl, dem Boden oder die Hände mit dem Oberschenkel, wenn du sie dort abgelegt hast, erfährt nach und nach sein natürliches Gewicht. Es liegt einfach da. Schwere entsteht so nicht, denn Gewicht wird abgegeben, wo es ruht. Und was zu leicht war, bekommt Gewicht. Und was zu schwer war, gibt das, was überschüssig war, einfach ab. Und wenn du da sitzt und wenn das gelingt, dann spürst du, wie in dein Gelandetsein, wie in deine natürliche Gewichtetheit hinein Leichtigkeit sich zeigt. Du merkst, wie du dem Boden ablauschst, was aufsteigt. Du merkst, wie sich aufrichtet in dir, was vielleicht vorher etwas zusammengedrückt war. Und diese große Leere, mit EH. Diese große Lernerfahrung, dass genau indem ich den Dingen ihr Gewicht gebe, sie mir leicht werden, ist lebensverändernd, wenn du dich oft und über die Erfahrung in sie einlässt. Wenn dir präsent ist, indem ich mich den Dingen fernhalte, werden sie mir schwer. Indem ich mich den Dingen hingebe, bekommen sie das Gewicht, das ihnen ja auch zukommt, landest du nicht nur in deinem Körper, sondern auch in deinen Worten, die dann einfach das natürliche Gewicht haben, das Worten nun mal zukommt, die bewusst gesprochen werden. Und deine Taten bekommen das natürliche Gewicht, das Taten nun mal zukommt, die der Mensch bewusst ausübt. Sie sind dann nicht schwer. Wir geben ihnen keinen künstlichen Druck oder Nachdruck, aber sie haben auch nicht jene ungewollte Schwere der Eckigkeit und Kantigkeit unbewussten Handelns und unbewussten Sprechens. Worte bekommen ihr Gewicht, Taten bekommen ihr Gewicht so, wie mein Körper sein Gewicht bekommt. Und wenn ich drin bin im Spüren dieses angemessenen Gewichts, dann werden mir dieselben Dinge leicht, die auf natürliche Art und Weise gewichtet sind. Ein Wort, das mit natürlichem Gewicht nicht mehr, nicht weniger gesprochen wird, hat eine Leichtigkeit für mich, der ich es ausspreche, und oft eine Leichtigkeit für die oder den, an die es gerichtet ist. Und so mit den Taten. Und der Körper, der uns ja oft zentral interessiert, der Körper erfährt, dass gerade indem ich dem nicht ausweiche, was sich in ihm verdichtet hat, gerade indem ich der Erfahrung nicht ausweiche, dass dieser Körper Dichte hat, er aufleben kann mit einer Fähigkeit, sich ständig zu erneuern, die ja schließlich in den Körper eingebaut ist. Eben indem ich mich nicht fernhalte, sondern hineinbegebe in das, was da ist, besteht die größte Chance, dass was da ist, sich verändern kann. Alles ist im Atem heißt, meine Fähigkeit zu landen und hier in Weite zu kommen und den Raum, der meiner ist, einzunehmen und
ständiger Erneuerung und müheloser Transformation sein zu können. Geh dieser Erfahrung nach, wiederhol sie häufig, mach sie täglich. Ich bin Matthias Roth und wenn du magst, hinterlasse einen Kommentar unter diesem Video, teile es mit anderen und gerne sehen wir uns bald auf diesen oder anderen Kanälen wieder. Bis dahin alles Gute und viel Vergnügen mit der Übung.